ja, Leute, jetzt wird's richtig krass. Es ist unfassbar, es ist eine Premiere. Sowas gab es noch nie. Jetzt müssen wir ein wirklich ernstes Gespräch führen. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder den Prozis Haul. Wir packen meine monatliche Bestellung aus. Und falls ihr etwas seht, was euch gefällt, ihr findet alle Sachen verlinkt unter diesem Video in der Infobox. Und am Ende verrate ich euch noch Geschenke, die ihr kriegen könnt. Falls ihr euch wundert, wo ich so weit unten sitze, ich sitze auf einem Kissen. Das ist irgendwie gemütlicher als auf dem Stuhl. So, haben wir das auch. Wir haben heute was Besonderes, nämlich drei Kategorien in der Bestellung. Das heißt einmal Klamotte, Essen, darf natürlich nie fehlen, und Technik. Ich würde sagen, wir würfeln, was anfängt. Ich habe keinen Würfel. Okay, wir werfen mal einen Geldschein. Ich habe auch keine Münze da. Okay, wenn... ich habe nur Fuffi da. Wenn diese Seite oben landet, fangen wir mit Essen an. Wenn diese Seite oben landet, fangen wir mit Klamotte und Technik an. Los geht's. Oh! Die Seite ist oben gelandet. Wir fangen mit Klamotte und Technik an. Okay, jedenfalls. So, wir fangen an. Ich habe ein wunderschönes Outfit bestellt. Ich habe mich so gefreut, dass es angekommen ist, dass ich es gleich ins Gym anziehen musste. Ich habe es aber extra vorher noch abgefilmt. Und zwar eine rote Sportleggings. So rot meliert, voll schön. Ich mag diese Struktur total gerne. Der Bund ist wie immer schön fest, aber nicht zu fest bei den Prozis-Hosen. Also wenn ihr schon mal eine hattet, wisst ihr, was ich meine. Die ist halt am Bauch. Schön supportet sie schön, aber nicht bis ganz nach oben, sodass sie oben nicht eindrückt. Das ist so super bei den Hosen. Und die sind alle blickdicht und der Bund ist immer schön. Ich bin 1,60 groß und mir sind meistens Hosen zu lang. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man größer ist, dass sie zu kurz ist. Aber manche Hosen sind einfach überlang geschnitten und das ist bei der nicht der Fall. Also der Bund hat echt, also die Hose hat eine schöne Länge, der Bund ist immer wirklich schön abgeschlossen und zippy. Und das zweite Ding ist ein Oberteil, was ich mir bestellt habe. Finde ich auch total toll, weil zum einen hat es eine ausgefallene Form. Das finde ich bei den Prozis-Sachen auch immer ganz schön, dass die so ausgefallene Schnitte bei manchen Sachen haben. Und zwar hat es so einen V-Ausschnitt. Und es hat eine richtig schöne Länge. Also ich finde es immer schön, wenn Oberteile nicht zu kurz sind, so dass man sich nicht halt total nackt fühlt, aber auch nicht zu lang, so dass es immer noch figurbetonend ist. Und das ist halt so ein schönes Oberteil, was so in der Mitte vom Bauch abstehst. Das heißt, man sieht den Po noch, auch wenn man trainiert, ne, dass man alles schön im Blick hat. Und das Krasse daran ist, es ist ein zweiteiliges Oberteil, also es ist ein Teil, aber man kann es umdrehen und dann hat man quasi einen Rückenausschnitt und oben ist es, also vorne ist es dann hochgeschlossen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das kann man wirklich so machen, das steht sogar auf der Internetseite. Dann habe ich mir noch ein paar Handschuhe bestellt, so ganz kurze Handschuhe, ich finde die so geil. Ich habe die auch im Blau zum Fahrradfahren, aber ich finde die auch einfach fürs Gewichttraining so geil. Im Endeffekt ist hier jetzt alles abgedeckt, was man schützen möchte bei der Hand beim Trainieren. Man hat aber nicht so diesen ganzen Handschuh. Und also ich habe relativ kleine Hände, da ist es manchmal nicht so einfach, Handschuhe zu finden, die nicht zu groß sind. Und die sind einfach so perfekt dafür. Hier hat es halt so ein Ding, damit man es leichter anziehen kann. Und hier sind halt nochmal solche Griffe, damit man die leichter ausziehen kann. Riesen Fan. Gibt es in Rot und in Blau. Damit haben wir den Klamottenteil abgeschlossen und wandern zum Technikteil. Als erstes habe ich mir einen Hub bestellt. Und jeder, der jetzt einen Apple-Computer hat, wird gleich aufschreien. Und zwar kennt ihr das vielleicht bei den Apple-Laptops, dass die keinen USB-Stecker haben, sondern nur... Die haben alle so einen Stecker. Ich hoffe, ihr seht es gerade. Genau. Also in den Apple steckt man so einen Stecker rein. Normalerweise sieht es bei mir immer so aus, ich habe dieses Apple-Gerät, dann habe ich so ein ewig langes Ding noch, wo so USB-Teile reinpacken und es ist einfach nur ein übelster Kabelsalat.
Salat und immer sehr nervig, das mitzuschleppen. Und Protease hat jetzt einfach mal so ein Ding entwickelt, was man direkt in den Apple-Rechner reinstecken kann. Mit USBs dran. Uhuhuhu, da ist noch ein USB. Und hier ist sogar noch so ein Micro-USB. Meine Güte. Als nächstes habe ich hier eine Kofferwaage. Und das Besondere daran ist, dass man dafür keine Batterien braucht. Man schüttelt die einfach. Und dadurch lädt sie sich auf. Und dann kann man sie benutzen. Seht ihr? Jetzt hat die Akku. Wie geil ist das denn? Als letztes Technikteil, und das ist ehrlich gesagt auch nicht meine erste, aber ich bin sehr, 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 sehr großer Fan davon. Falls ihr noch nach der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid, vor allem Protease hat jetzt seit neuestem extrem schnelle Versandarten. Ich glaube 24 oder 48 Stunden. Das ist überkrass. Schöne, schlichte, schwarze Powerbank. Und das Besondere daran ist, wo ist der Knopf? Hier. An der Seite sieht man, zu wie viel Prozent die aufgeladen ist. Wie geil ist das denn? Und man kann zwei USB-Stecker reinstecken. Das war's jetzt an Technik. Jetzt starten wir mit Essen. Als erstes Maulbeeren. Maulbeeren sind sowas ähnliches. Also die schmecken nicht wie Rosinen, aber es sind halt getrocknete Früchte. Und sie sind süß, aber auch nicht ganz so süß wie Rosinen. Die sehen so aus. Und die sind halt mega geil, auch so als Snack zwischendurch. Also falls sich jemand Gummibärchen abgewöhnen möchte. Konsistenz ist ähnlich. Ja, okay, nicht wie Gummibärchen, aber man kann die halt so nebenbei mal naschen. Und die sind auch so ein bisschen kaufest. Das heißt, man schluckt die nicht einfach runter. Aber mal so ein externer Tipp für Gummibärchen, falls ihr die zu schnell weg isst, legt die mal ins Gefrierfach. Boah, das ist auch super für Müsli und herzhafte Gerichte. Als nächstes, ich glaube, das ist relativ neu, Ingwerpulver. Habe ich mir bestellt, weil ich mir morgens ganz gerne immer einen Smoothie mache und nicht immer den frischen Ingwer da habe. Aber auch so zum Kochen finde ich Ingwerpulver ganz geil. Oh, geil. Okay, Ingwerpulver. Zweimal Pasta. Es gibt bei Protease extrem viele verschiedene Pastasorten. Ich habe mir jetzt einmal gelbe und rote Linsen, einmal Spirelli und einmal Penne bestellt. Also es gibt immer Penne und Spirelli von jeder Nudelsorte. Und es gibt auch braune Reisnudeln, Esskastaniennudeln, gemixte Hülsenfrüchte-Nudeln. Und das Geile ist halt, dass der Proteinanteil bei den Dingern echt hoch sind. Also hier die rote Linsenpasta hat zum Beispiel 23 Gramm Protein auf 100 Gramm, das ist mehr als Hühnchen hat. Und ich ernähre mich ja hauptsächlich vegan und da ist das schon sehr geil, wenn man sein Protein nicht halt über nur Tofu oder sonstige Sachen aufnehmen kann, sondern auch mal über Linsen. Oh ja, als nächstes, ich habe noch ein Pulverchen, auch für meinen Smoothie und ich bin so, 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 so großer Fan davon. Der Superfit Mix. Ich gebe da so einen Esslöffel dazu in den Smoothie. Da ist Leinsamen, Gerstengras, Chlorella und Spirulina drin. Und das ist so ein richtig geiler Gesundheitsstart in den Tag am Morgen. Und man kann das auch als heißes Getränk trinken. Also man gießt es quasi dann einfach so auf wie Tee. Und dann hat man so einen leckeren, warmen, grünen Drink. Leute, kleiner... Jetzt muss ich hier immer so ein bisschen hochkommen. Dieses Kissen ist zu niedrig. Kleiner Spoiler, Leute. Diese gibt es als Geschenk diesmal. Und zwar sind es getrocknete Apfelspalten ohne jegliche Zusätze. Die sind so ein bisschen crunchy. Ich zeige euch die mal. Ich liebe die so als Snack für unterwegs, weil, naja, man hat auch nicht immer einen Platz für einen ganzen Apfel, ne? Oder, Hört ihr das? Und so kleine Apfelchips sind das. Mega. Die gibt es als Geschenk unter anderem, aber dazu später mehr. Kommen wir ein bisschen ans Naschen. Ne, wenn man sich gesund ernährt, darf man auch ein bisschen naschen, aber wir naschen ein bisschen gesünder. Ich stelle mir die fast jeden Monat so ein bis zwei Packungen davon. Und zwar sind es ganz kleine Schokoladentäfelchen,
zuckerfrei und es gibt auch verschiedene Sorten davon. Ich habe die dunkle Schokolade, es gibt auch welche mit Cerealien, dann ist das so wie Kinder Country und es gibt auch Milchschokolade. Und die sind so groß, so sehen die aus. Und die sind halt so, so geil, wenn man einfach mal so einen kurzen Hieb auf Schokolade hat, dann holt man sich so ein kleines Stückchen und danach ist wieder gut. Funktionieren auch super als Schokoglasur. Ich meine, wo kriegt man zuckerfreie Schokoglasur her? Und ich habe mal nachgeforscht, weil ich habe öfter mal Nachrichten bekommen, weil die Dinger ja in Plastik eingepackt sind. Leute, es ist recycelbar. Leute, das ist auch recycelbar. Das finde ich auch ganz schön. Ist alles recycelbar. Sogar hier diese Pappdinger. Ich meine, Pappe ist sowieso recycelbar, aber egal. Auf jeden Fall meine zweite Lieblings... Ah, ich weiß nicht. Also es kreuzt sich mit dem Haseldasel, aber der war gerade ausverkauft. Die Schokobonbon. Leute, das Ding macht seinen Namen alle Ehre. Und wenn man jetzt mal ein bisschen mehr als das Bock auf Schokolade hat und so ein bisschen eine Waffel noch mit drin haben möchte... Oh, da ist er, der schöne Schokoknopf. Er ist so groß wie mein Gesicht, wenn ich ihn vor die Kamera halte. Jetzt nicht mehr. Ich beiß den mal in der Mitte durch, damit ihr das sehen könnt. Also, außen Schokolade, innen Waffel und innen also so eine leckere Creme. Es schmeckt ein bisschen nougatig. So, 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 so gut. Jetzt habe ich Schokolade an den Fingern. Ja, das ist echt geil. Jetzt müssen wir ein wirklich ernstes Gespräch führen. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr großer Tee-Fan, ja. Ich trinke sehr gerne Tee. Und bei Tees aus dem Supermarkt bin ich so oft so enttäuscht über den Geschmack. Also, ich weiß nicht. Wenn ich einen Tee im Supermarkt hole... Ein Orangentee, dann sind da, wenn ich hinten drauf gucke, sind da immer noch irgendwie so, ist da noch Apfel mit drin und dann ist noch Süßholz mit drin und dann ist das noch mit drin. Und wisst ihr was, das mag ich alles gar nicht. Und ich war echt lange auf der Suche nach Tee, wenn da steht Ingwertee, wo wirklich nur Ingwertee drin ist, also getrockneter Ingwer und nicht noch irgendein Zitronenpulver oder sonstige Sachen. Und ich bin so extrem großer Fan von den Prozis-Tees. Ich bestelle mir jeden Monat mindestens 2 bis 3 Packungen und trinke die weg und die sind so lecker. Kennt ihr das auch, wenn man so einen künstlichen Tee hat und dann lässt man den irgendwie länger stehen, nicht mal mit dem Beutel und dann entwickelt der irgendwie so einen komischen Geschmack? Ja, ich will nicht so viel über andere Tees reden, wir konzentrieren uns lieber auf diese schönen Tees und die sind auch alle bio. Es gibt ganz viele Geschmackssorten. Ich habe jetzt hier mal Anis-Tee, Lemongrass, Lemon Balm. Es gibt auch noch Tees, wo so mehrere Sachen zusammengemischt sind. So Detox-Tees und Beauty-Tees und sowas. Und es gibt auch noch einen Gute-Nacht-Tee. Der ist auch mega lecker. Ach ja, Leute, jetzt wird's richtig krass. Es ist unfassbar. Es ist eine Premiere. Sowas gab es noch nie. Oh. Ich habe 2-mal Mandelbutter bestellt. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt von Prozis. Also es gibt... Boah! Also wirklich, das ist die beste Mandelbutter, die es nur auf diesem Planeten gibt. Und dieses Mal... Und jetzt kommt's... Könnt ihr die geschenkt bekommen. Mann, Leute, ich habe mich so gefreut. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass es die mal als Geschenk gibt. Weil ich wirklich möchte, dass ihr die auch mal ausprobieren könnt. Und deswegen habt ihr diesen Monat die Möglichkeit, die geschenkt zu bekommen. Yay! So, das war es auch tatsächlich schon mit meiner Bestellung. Jetzt kommen wir zu dem grandiosen Teil und zwar euren Geschenken. Die Geschenke funktionieren so, ihr aktiviert die mit dem Gutscheincode SUNNY10, mit dem ihr dann auch gleichzeitig auf die ganze Bestellung 10% Rabatt bekommt. Als erstes könnt ihr bekommen, ab 45 Euro Bestellwert, 3 Packungen von den Red Apple Slices. Als nächsten Step, jetzt wird's krass,
Ab 60 Euro bekommt ihr die Red Apple Slices und ihr könnt euch aussuchen zwischen zwei Erdnussbuttersorten, und zwar zwischen weiße Schokolade und karamellisierte Pekannuss. Ich kann euch leider keine Empfehlung geben, weil die einfach beide extrem lecker sind. Ab 70 Euro, jetzt wird's geil, bekommt ihr zu den Sachen, die ich gerade schon gesagt habe, noch dazu eine Packung von diesem pinken Himalaya-Salz. Und ich nutze das immer. Ich kaufe mir immer so eine Mühle hier bei Aldi. Also einmal nur. Und dann fülle ich die immer auf, wenn die alle ist. Die ist jetzt gerade alle geworden. Das passt echt gut. Und fülle die einfach nach. Tada. Und das Ding, ich glaube, die kann man ungefähr so 4 oder 5 Mal damit auffüllen. Ab 80 Euro bekommt ihr dann alle Sachen, die ich bisher gezeigt habe, plus einmal kleine Oat Flakes, also kleine Haferflocken. Und jetzt kommt als letzten Gutscheinstep. Ab 105 Euro bekommt ihr dann alle Sachen, die ich gezeigt habe, plus eine Mandelbutter on top. Insgesamt bekommt ihr dann 8 Teile geschenkt. Wie geil. Oh mein Gott, das war der letzte Protease Haul für 2020. Wie krass ist das denn? Ja, schreibt mal gerne auch in die Kommentare, welches Produkt euch vielleicht dieses Jahr am meisten begleitet hat. Das wäre auch mal voll interessant. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo dalassen nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.